Ja, aber umso krasser, Alter. Beim ersten Influencer-Ninja-Tournament duellieren sich 12 YouTuber, Streamer und TikToker in einem XXL-Parcours. In heftigen 1v1-Duellen stellt sich heraus, wer der krasseste Athlet ist. Wer hat die richtige Technik bei der Himmelsleiter? Wer findet die richtige Balance? Wer ist am Ende der Schnellste bei der Wall? Und wer muss sich im Parcours geschlagen geben und wird rausgejätet? All das seht ihr in den nächsten Wochen hier bei TJ's Ninja Tournament. Wen werden wir im nächsten Race sehen? Jetzt kommen Mrs. Georgia und Theresa Kirschner. Also ich glaube, technisch sind die Frauen schon sehr weit vorne. Ne? Die machen es sehr, sehr ja, auf Zehenspitzen. Ich weiß, bei der Geschwindigkeit muss man schauen. Ja, ja, ich weiß, dass bei Theresa halt, sie hat einen sehr, sehr sportlichen Freund, Rick Esses. Okay. Ne, der wird ja auch richtig durchrennen. Vielleicht kommt ja so ein bisschen sportlichen Stuff, ist ja wisse ich, auf sie rübergetragen. Und Miss Georgia hat am Ende schon krass abgeliefert. Also ne, sie hat den Parcours bis zur Wall geschafft. Ja, korrekt. Auch ohne Schuhe sogar. Ohne Schuhe, genau. Ja. Wir werden sehen, was passiert. Vorne kommen wir ganz kurz einmal zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar das Superfly. Die Superfly-Hallen sind quasi Hallen, in denen ihr euer inneres Kind raushängen lassen könnt. Egal, ob ihr wirklich ein Kind seid, 20 oder 40 Jahre alt. Ich habe sogar meinen letzten Geburtstag hier gefeiert. Und wie war's, Nico? Nice. Ey, und passend zum Video haben die hier in Superfly-Hallen auch einfach einen eigenen Ninja-Parcours. Also solltet ihr euch nach dem Video denken, ja, da hätte ich auch mal Bock drauf, das auszuprobieren. Ja, dann abfahrt hier hin, ne? In diesen ganzen Standorten hier gibt's die Superfly-Hallen. Ist natürlich auch noch alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Deswegen viel Spaß mit dem Run. Hallo, ich bin die Theresa. Ihr kennt mich wahrscheinlich aus Ricks YouTube-Videos, wo er mich immer ein bisschen challenged. Und jetzt, das heute ist auch auf jeden Fall eine Challenge für mich. Was soll ich denn sagen? Ja, TikTok mache ich. Miss Georgia Cavallo. Das war richtig serious jetzt, ne? Ja. Ich will dir gar keine Kampfansage machen. Ich hab gerade schon gesagt, so da warte ich auf dich und dann helfe ich dir hoch beim Balancieren. Okay. Ja. Und ich stopf dich in Grund und Boden. Weiter geht's mit der nächsten Runde. Wir haben Georgia gegen Theresa. So, da kommt der Walk-in. Jetzt wird das Ganze entschieden. Ich bin sehr gespannt. Und los geht's. Auf. Ja, sie machen's. Oh, stark, stark. Ein kleiner Vorteil, aber ist natürlich auch ein höheres Risiko, muss man ganz klar sagen. Jetzt hier beide am Ring angekommen. Ich find's immer noch so geil, dass sie einfach barfuß macht. Wirklich. Das ist jetzt. Doch. Oh, jetzt muss er die Beine hochbekommen. Beine hoch, Beine hoch. Sie muss die Beine hochbekommen. Ah. Beine hoch, Beine hoch. Sie muss die Beine hochbekommen. Ah. Da gibt's einmal einen Restart. Jetzt. Alles oder nichts, denn man darf nur einmal in diesem Bereich daneben liegen. Ich finde es auch geil, wie sie sich immer am Anfang die Ohren zuhält. Theresa macht das am Anfang sehr strong. Und jetzt kommt es drauf an. Es ist natürlich ein taktischer Vorteil, wenn man als Erster auf jeden Fall auf dem Netz landet. Oh, zack. Ja, aber auch da schon wieder der Vorteil. Also oder sie wartet, bis sie raus ist vielleicht sogar. Kann sogar sein, kann sogar sein. Wartet sie? Sie wartet, ich glaube, sie wartet. Oh. Und sie ist rennen, und sie ist rennen, und sie hat es geschafft. Boah, das war aber ganz kurz. Stark, stark, dann, stark, stark. Digga, selbst Georgia klatscht sehr, ja, sehr schön, sehr, sehr cool. Georgia klatscht für sie. Ja, das ist doch cool. Ja. Das ist doch, man ist zwar gegeneinander, aber es ist trotzdem irgendwie noch so ein Miteinander. Man will auch, dass die andere Person schafft. Oh, so. Fast runtergefallen, fast runtergefallen. Aber alles wunderbar. Georgia chillt da oben eine Runde. Ja, sie arbeitet sich langsam, aber stetig durch. Und das sieht auf jeden Fall so aus, als hätten beide einen Plan davon, auch wie sie es machen. Und da sind wir durch. Ja, man muss ja auch einfach mal ein bisschen Zeit lassen. Und sie guckt noch mal. Oh, sie feuert sie sogar an. Das ist doch cool. Ja, das ist der Teamspirit. Auch wenn man alleine kämpft, so muss das sein. Jetzt einmal auf die Balken. Hat man vielleicht ein bisschen mehr Balance, wenn man barfuß ist? Ich glaube, es kann sein, aber mit Schuhen hat man eine größere Auflagefläche. True. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, Theresa traut sich gerade nicht. Meinst du? Ja, sie hat. Theresa, wir glauben an dich. Theresa, wir glauben an Komm dich. Komm schon! Los geht's! Ja, ich glaube, Höhe spielt da eine gewisse Rolle.
Freunde, ganz kurzer Einschub, warum Theresa da jetzt oben schon so eine längere Zeit sitzt. Und zwar hat die Höhenangst bei ihr insane reingekickt. Und sie musste sich halt eben Schritt für Schritt trauen, diese halt eben zu überwinden. Deswegen lasst mal ganz, ganz, ganz viel Liebe für sie in den Kommentaren da. Höhenangst zu überwinden ist nicht so leicht, wenn die wirklich krass am Kicken ist. Aber finally hat sie ja das hier gemacht, was ihr jetzt sehen werdet. Ja, man muss... Ja, da kommt sie... Ja, das ist genau so. Georgia nach wie vor weit vorne bei den Sandsäcken. Ja, jetzt. Sehr stark, sehr stark, sehr stark, sehr stark, sehr stark. Ja, sie macht es. Oh, da hat sie es geschafft. Da die Frage ist, finisht Georgia diesmal? Haben wir die erste Frau, die finisht? Ja, es ist so, dass sie natürlich bei 2 Minuten sind. Es ist auch okay, 2 Minuten. Ne? Georgia, glaube ich, recovered an dieser Stelle auch. Sie arbeiten als Team zusammen, als Tech-Team. Das war jetzt... Das ist auch cute. Ja. Die Zeit läuft und wir schauen einmal. Ja, das interessiert aber keinen mehr hier. Hauptsache, sie schafft es. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich, ja, jetzt noch die Kraft halten, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Jawohl. So, und jetzt an dem Rope geht's nach oben. Erster Knoten und der zweite Knoten. Alles mit Bedacht, seht ihr Zeit? Ja, sie hat Zeit, genau. Das schafft aber wenn sie das gut. Jetzt hier gewinnt, ist sie halt eh schon weiter. Ah, okay, ja, das heißt, sie kann eigentlich taktisch... Sie kann entspannen. Kann natürlich auch sein, dass sie abrutscht und Theresa das Ding noch gewinnt. Boah, stell dir das mal vor. Theresa auf der anderen Seite, ganz Step by Step. Ja, Step by Step geht sie nach vorne. Georgia schaut noch einmal rüber. Und jetzt geht es auf die nächste Ebene. Sie muss sich nur noch entlanghangeln. Ja, ich würde gerne helfen. Ich würde gerne damit hochsagen, wie sie greifen muss. Das macht Georgia schon. Ja. Mehr oder weniger. So. Das ist ein Schilder im Parcours. Ja. Mach das jetzt kurz ready. Ah, ich glaube, Theresa geht so langsam runter. Und zack, da ist sie am Ende sehr schöner Dismount. Jetzt kommt nur noch die letzte Hürde. Ja, sie macht es noch. Sie macht es noch. Ja. So, und jetzt dann geschafft. Ist sie auch am Ende des Parcours angekommen. Ja, sie hat es tatsächlich geschafft. Nur noch runter. Noch trauen, runter zu springen. Yes! Sehr stark. So, und jetzt noch einmal die Wall. Ich glaube, das wird der längste Run des Abends werden auch. Ja. Und sehr schön. Eingeloggt, jetzt der nächste Umgriff. Umgriff. Ja. Jawohl. Ja. So, und da ist sie oben angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und Theresa finisht noch. Theresa wird, glaube ich, noch bis zum die letzten Meter jetzt. Ja, wir haben noch das Seil, ne? Was? Das Seil wird noch mal reinknallen. Das Seil wird noch mal reinknallen, auf jeden Fall hier. Oh mein, ich glaube sogar der eine hat... Das einer ist ein bisschen schief mittlerweile. Ja, ist ein bisschen am Taumeln. Und aber geschafft. Jetzt geschafft. Jetzt. Jetzt das Seil. Ob das jetzt aber was... Ja gut, Georgia ist so oder so weiter, muss man sagen. Ja. Es ist, glaube ich, jetzt auch für den letzten Mal egal. Aber wir lassen sie mal machen. Jetzt. Das sieht super aus. So, jetzt noch einmal. Sie war eben so gut dabei. Ja. Ja. Und jetzt nur draufsetzen. Das ist das Wichtigste. Ob sie es schafft? Nein, draufsetzen! Du schaffst das! Ja! Geil!
Sie ist alle. Sie kann ihn. Ja. Mehr. Aber Wahnsinn, ne? Das, nicht zurück zum Seil, nicht zurück zum Seil. Ich sehe diesen Blick. Lisa, ich habe keinen Bock mehr, Blick. Lass die Zeit, keiner sprechen. Und jetzt noch einmal. Die Spielregeln will sie natürlich auch noch einhalten. Jetzt. Und nur noch festhalten. Festhalten und loslassen wieder. Ja, 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 sehr stark. Gut, damit sind wir auch über die 8 Minuten, glaube ich, gekommen von diesem YouTube-Video hier. Ja. Guck mal, weil du sagst, du kommst gar nicht. Bist du hier jetzt? Zieh durch. Und jetzt noch einmal. Laufen nach oben und ah, ein Millimeter hat gefehlt. Ganz, ganz knapp. Mach die Schuhe kurz ein bisschen feucht auf dem Handtuch. Auf dem Handtuch Schuhe sauber machen kurz. Genau. Und jetzt noch einmal angreifen. Ich glaube tatsächlich, das kann was werden. Das kann was werden. Oh ja! Und oh, das ist doch cute. Ja. Jawohl. Jawohl. Hey. So stark, so stark. Das beste Teamergebnis. Ja, in einem Single-Parcours. Ja. Danke, danke. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, der größte Kämpfergeist, den wir bis jetzt gesehen haben, das haben wir von den Männern bis jetzt noch nicht erkannt. Also, du hast dich aufgegeben, ne? Du wolltest das Ding durchziehen. Irgendwie. Ich bin gerade hier einfach sitzen geblieben. Alter, du hast weitergemacht. Ja, irgendwie wollte ich ans Ziel kommen. Ja, hast du geschafft. Das hast du geschafft. Bei der Höhe war es so. Ich habe so Höhenangst. Ich hätte fast angefangen zu heulen. Nein. Ja, deshalb umso krasser, oder? Man hat gemerkt, so irgendwas, da gab es so eine kleine Hemmschwelle, aber da hast du trotzdem weitergemacht. Du hast durchgezogen. Und bei dir, was hast du verändert? Warum hat es diesmal deutlich besser geklappt? Ich weiß nicht. Ich habe mich irgendwie mehr auf dich konzentriert. Hey, damit bist du übrigens safe im Viertelfinale. Ja, sehr, sehr gutes Ergebnis. Danke für den Applaus, das war nicht nötig gewesen. Einmal so, ne? Danke. Applaus. So, dann machen wir weiter mit den nächsten Duellen, würde ich sagen. Ja, also und vielen Dank. Erholt euch und bis bald. Das war wirklich krass. Damit ist Georgia jetzt zu 100% im Viertelfinale und muss im nächsten Duell gegen Aline Schüssler antreten. Nur so kleine Randinfo, Aline Schüssler hat Ninja Warrior als beste Frau schon mal gewonnen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, schon ein sehr lustiges Duell. Falls ihr es nicht verpassen wollt, abonniert natürlich immer gerne rein hier, weil ab dem Viertelfinale ändern wir den Parcours. Der Parcours wird ein bisschen schwieriger. Und das ganze Setup wird nochmal ein bisschen anders. Also, da werden immer andere Geschütze aufgefahren. Deswegen abonniert gerne rein, um es nicht zu verpassen. Aber Nadine, genauso wie Theresa, haben noch die Möglichkeit, auch noch weiterzukommen. Wie das passiert, werdet ihr sehen. Der nächste Run hier auf dem Kanal ist Herr Anwalt gegen Maris angeschrien. Dazu kommt er hier zum Race Papaplatte gegen Jonas Ems und, Digga, die Leistung von Jonas war auf jeden Fall not bad. Und ihr kommt hier zur Playlist mit allen Runs, falls ihr den ganzen Bums mal chronologisch sehen wollt. Ey, danke, dass wir den ganzen Quatsch hier machen dürfen. Wirklich, Kuss geht raus an euch und auch danke dir, Theresa, dass wir über die 8 Minuten kamen. Haut rein, ciao.